Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranch. So, wir schlafen. Wir beginnen die Folge mit Schlafen. Zurück zur Ranch. So, wir haben noch immer den Wasserschleim in der Tasche, in den Stiefeln. Deswegen haben wir auch zwei. Weil, hat uns ja auch gesagt, man kann den Wasserschleim auch in die Stiefel stecken. So. Hier lassen wir eins sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Knallschleim. Ob wir mehr Kristallschleim brauchen, da bin ich mir echt nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen das nicht. So, wir geben das mal ab. Und ihn hier. Und ihn hier. So. Die gut wachsende Quaderbeere. Füllen wir ein zu unserem Lieblingsphosphorschleim. Nämlich hier. So, das ist gut. Den nehmen wir gleich mit. Wir werden auch ein wenig Phosphorschleim mitnehmen, wenn es einen gibt. Also Schleim nicht, sondern Blord. Nein. Au. Die machen viel Schaden. Die machen viel Schaden. Wir brauchen mehr Knaller. So. Pinkschleim. Ach, bald. Bald. Kein Futter mehr. Aber mit Blord. Herz rüber, bevor die kaputt wird. So, die füttern wir dir, also die euch. Super, so. Natürlich könnten wir die Frequenz jetzt erhöhen, mit der gefüttert wird. Aber wir laufen ja eh schon die ganze Zeit herum. Vielleicht werden sie dann wilder. Wir wissen es nicht. So, dann gehen wir es an. Anbaufläche zerstören. Ah, tolle Erntemöglichkeit. So. Und zwar ein Teich. Wasser willst du damit anstellen? Ja. So, eins, zwei. Viel Spaß. Endlich aus den Stiefeln draußen. So, Kristallblord. Ich mach's fürs Geld. So. Komm, haben wir's. Macht nichts. So. Sehr schön. Knallschleim brauchen wir also noch. Wir hatten noch nie so viel Geld. Großartig. Herz rüber, Herz rüber. So, Gockel. Könnten wir jetzt... Wir könnten genauso gut... Moment. Mal schauen, ob wir da alles erweitert haben. Eine Slime-Scheuche. Hier gibt es keine Schleime. So, hier... Früchte. Die Hühner kommen ins Gehege. Pogofrucht. Das heißt, hier gibt es keine Pogofrucht. Sicher. So. Da kommt zu mir. Sehr gut. So. Karten. Die Pogofrucht. So. Fruchtbarer Boden. Sprinkleranlage. Jawolle. Pogofrucht, 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 Pogofrucht. Genau, und alles einsammeln. Der Phosphor wird's dir danken. Und das auch noch. Oh, da gibt's ja noch welche. So. Da haben wir dann ein Huhn. Das können wir noch nicht mitnehmen. Huhn, Huhn. Hier ist angepflanzt, die Verzwickte. Slime-Scheuch brauchen wir ja nicht. Hier ist noch Karotte.
so. Wir bringen dann die ganze Nahrung zurück. Haben wir uns jetzt um die Felder ausreichend gekümmert? So, Sprinkleranlage, toller Boden. Sprinkleranlage, toller Boden. Ja. Hohe Frucht. Die Hühner. Sehr gut. So, wir füllen die Futterautomaten auf. Und dann müssen wir uns darum kümmern. Tja, wir müssen. Oh, ich habe Schleim produziert. Ach, Schleim. Plort. So, zuerst Futter hier hinein. Da kommt die Quaderbeere hinein. So. Und zwecks Nahrungsmittelverteilung die Probefrucht. Ja, das gefällt euch. So, Herzrübe. Ja. Super. Und Karotte. So. Absaugen. Absaugen. Ja, ja. Absaugen. Und absaugen. Habe ich auf Absaugen gedrückt? Nein, hier nicht. Doch, oder? Ja. So. Ah, Herzrübe. Ja. Bald kriegt ihr Hühner. Bald kriegt ihr Hühner. Bald kriegt. Und zwar, ich hole sie euch gleich jetzt. So. Der Wasserschleim. Also, der Wasserplort eigentlich. Hier ist auch noch ein Plort. Nein, nicht der Schleim, der Plort. Ja, viel Spaß. So, was bringt denn dieser Schleim? 63. Ja, das geht. So, alle Hühner. Hühner zu mir! Wir holen uns einfach Hühner, weil uns ja die Miezen so leid tun. So, Huhn. 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 Ich sollte statt der Pogo-Frucht vielleicht Quaderbeere, die uns jetzt natürlich fehlt. Ja, ich weiß, was ich jetzt tue. So, und du auch. So. Karotte. Da wächst so viel in dem. Großartig ist das. Ja, Herzrübe, Herzrübe, super ist das. Oh, die wachsen auch schon gut. Ja, Huhn. So, und nachher gehe ich da rüber und hole mir Steinhühner. So, jetzt habe ich es gesagt. Oh, Hühner kommt zu mir. Ich habe meinen Miezen was versprochen. Pogofrucht. Zwei. Ich sollte wirklich die Pogofrucht austauschen mit der... Oh, ich bin falsch. Mit der... Quaderbeere, die Quaderbeere. Ich glaube schon. Ich glaube, das werde ich machen. Mir ist die Quaderbeere lieber als die Pogofrucht. Jetzt habe ich aber keine mehr. So, schauen wir mal. Absaugen. Ah, okay. So, zuerst zu den Miezen. Ihr habt so lange nichts bekommen. Hier. Ich hoffe, das hält für eine Weile. So, Herzrübe. Ja. Ja. So. Dann schauen wir hier nach, wie wir die Herzrübe hier hinein füttern. Super. Super viel Reserve. Ja. Ihr seid so brav beim Pupu machen. Ach so. So, dann tue ich die zwei wieder hinein. Die zwei einsammeln. Absaugen lassen. So. Hier haben wir sogar noch Hühner drin. Viel Quaderbeere. So, euch gebe ich das noch.
Und ja, das soll nicht vor der Tür liegen. Das wäre ja böse. So. Die pure Frucht. Hier, esst nur. Esst. Oh, die machen viel Schaden. Und Wahnsinn. Das ist Ernte. Ja, das ist das Leben des Farmrangers, der Rancher. Philip Rancher. So, Knallplort. Ach, das war noch nicht alles. Und Faceplort. Wir sind schon wieder über 3500. Wahnsinn. So. Wir holen uns Steinhühner. Ja, es ist notwendig. Ja, jetzt noch nicht. So, war das hier? Ja, das war hier. Ja, ich kann sie schon sehen. So, bevor sie gefressen werden, die Gockel. Ich wollte Steinhühner. So. Ich wollte Steinhühner, verdammt. So, tut mir leid. Hier. Ach, deswegen gibt es hier so viele. Da vorne sind noch. Miete. So. Die Pogo-Frucht wollen wir nämlich austauschen gegen die Quaderbeere. Wir laufen hier nur schnell noch durch, ob wir hier noch ein Küken finden, das nicht gefressen wurde. Ein Steinküken, verdammt. Au. Ein Steinküken. Au. Ach, was soll's. So, wir gehen zurück. So. Ja, so hoch werde ich fliegen müssen. So, wir haben Quaderbeere mit, wir haben Gockel mit. Haha. Jetzt können wir unsere eigenen Hühner züchten. Wo? Nein, geh mit mir, weil sonst frisst dich irgendeiner. So, ein Stein? Ja. So. Und ich. So, auf zum Hühnergehege. Wir haben hier 3 Gockel. Wir haben hier ein paar Hühner und 2 Küken. Und jetzt gebe ich euch noch Würmer, weil ich glaube. Sehr gut. So. Die Pogo-Frucht wird ausgetauscht gegen die Quaderbeere. Sehr gut. Das wäre nur Spaß. So. Gleich die verzwickten Zwiebeln. Das fasziniert mich noch immer, dass da mit Karotten wachsen. Mit diesen Zwiebeln. So. Hier ist alles gut. Wir haben auch ein paar Hühner. Die werden wir den Miezen geben. Ich habe irgendwie diese Miezen lieber als diese Knallschleime. So, vorher aber die verzwickten Zwiebeln. Ja. Bin ich erschreckt. So. Und Karotten normal hinein. Ja, ihr müsst jetzt auch Karotten essen. So. Macht Pupu. 1 und 2. So, die Hühner. Da drücken wir mal auf Absaugen. Und holen uns den Knallplort. Absaugen. Quaderbeere. Hier waren Karotten drin, genau. Karotten. Quaderbeere. Jetzt haben wir wieder einen Quaderbeerenbaum. So, zu den Miezen.
Hühner hier hinein. Und absaugen. So. Die eine Quaderbeere. Die wollte ich eigentlich euch geben. So. Schleim abgeben. Und das war's für heute wieder. Und ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.